Heute nehmen wir euch mit in den Golden Forest Club in der Sequoia Lodge. Ja Leute, wir haben jetzt gerade natürlich dann noch erstmal so die ersten Informationen bekommen, die wir jetzt direkt mit euch teilen möchten, weil ich denke, das, was sich viele fragen, ist, was ist das überhaupt für ein Club? Das ist kein richtiger Club, es ist so, dass die vier Top-Hotels hier im Disneyland, das Disneyland Hotel, das Marvel Hotel, das Newport Bay und die Sequoia Lodge haben quasi dieses Club-Level, nennt sich das. Das könnt ihr auch nicht immer buchen. Ihr müsst immer schauen, ob da eine Verfügbarkeit ist. Häufig geht es auch nur über die Hotline. Hier in der Sequoia Lodge könnt ihr es aber eben halt auch über entweder Room-Only mit der Jahreskarte oder halt eben in der Pauschalreise buchen. Ja, was ist das für ein Club? Zum einen habt ihr eine eigene Etage quasi, also das heißt, auf dieser ganzen Etage sind alle Clubzimmer. Die sind nochmal ein bisschen besser ausgestattet, möchte man sagen. Also das heißt, ihr kauft euch durch dieses Club-Level, kauft ihr euch ein besseres Zimmer. Ihr kauft euch aber auch ein paar verschiedene Vorteile. Und die Vorteile haben wir hier auch nochmal erklärt bekommen jetzt. Es ist so, dass ihr eine private Rezeption habt. Da waren wir gerade, haben wir gerade eingecheckt. Und ihr habt eben die private Lounge. Das ist die Golden Forest Lounge. Das zeigen wir euch gleich. In der Golden Forest Lounge habt ihr zweiten Tag habt ihr quasi Frühstück drin, also wir sind ja jetzt heute Mittag angekommen, heute Vormittag, und heute haben wir kein Frühstück drin gehabt, sondern eben dann erst ab morgen, und ihr habt ab 15 Uhr, zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr, heute allerdings, habt ihr den Nachmittagssnack, den zeigen wir euch auch nachher. Das ist so das, was es in jedem Fall als Zeitfenster gibt. Die Lounge hat aber auch immer von, abgesehen vom Frühstück, hat die Lounge immer von 12 bis 22 Uhr geöffnet und ihr bekommt da immer Getränke. Da sind Heißgetränke mit drin, da sind Kaltgetränke mit drin. Die könnt ihr theoretisch gesehen auch mit in den Park nehmen. Übertreibt bitte nicht, also macht euch nicht den Rucksack voll mit Dosen. Ich glaube, die werden euch nicht daran hindern, aber man will es ja hier auch nicht zu sehr ausnutzen, dass man das Ganze hier irgendwann mal verliert. Ihr bekommt, wie gesagt, im Endeffekt auch diese Mappe hier. Und dann sieht das Ganze einfach ein bisschen hübscher aus als gewöhnlich. Was ihr tatsächlich auch noch mit drin habt, ist euer Gepäckservice. Also das heißt, ihr könntet, das haben wir jetzt nicht genutzt, weil wir nur eine Tüte haben, ihr könntet eure Tasche oder eure Koffer könntet ihr hier lassen und die werden euch dann aufs Zimmer gebracht. Bei der Abreise ist es auch so, wenn ihr zum Beispiel noch nachmittags in den Park geht oder sowas, ihr könnt die Sachen auch einfach auf dem Zimmer lassen und dann könnt ihr die abends dann hier, nachmittags, abends, wann immer ihr abhauen möchtet, könnt ihr die quasi wieder hier abholen und zum Auto. Wichtig ist nur, macht die Sachen auf jeden Fall zu, damit eben da nichts passiert. Das sind eigentlich so die Basics zum Club. Ich glaube, habe ich irgendwas vergessen? Fällt dir was ein? Nee. Ich glaube auch. Du hast gerade gesagt, am zweiten Tag hat man Frühstück. Man hat natürlich, wenn man jetzt einen Zeitraum von 3 Tagen... Ja genau, also ab dem zweiten Tag habt ihr Frühstück. Wie gesagt, wir sind also nur am Anreisetag hat man natürlich kein Frühstück, dafür dann aber den Nachmittagssnack und am Abreisetag hat man zwar das Frühstück, aber keinen Nachmittagssnack. Genau, das verliert man quasi dann an den Tagen. Das war früher wohl anders, ist aber egal, weil jetzt ist es wichtig, was gilt heute. Das gilt Stand 3. August 2024 und das sind halt eben so die Informationen. Ich würde sagen, wir haben kurz nach 12, die Lounge hat gerade aufgemacht. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber in die Lounge, weil aufs Zimmer dürfen wir noch nicht. Das Zimmer ist ja meistens erst ab 15 Uhr verfügbar. Unsere Magic Pässe haben wir trotzdem natürlich schon bekommen. Die sehen auch immer schön aus und auf dem Magic Pass steht, glaube ich, auch Golden Forest Club drauf. Ne? Das habe ich mir noch nicht angeschaut. Weil ich weiß, dass viele von euch die ja sammeln. Und da steht tatsächlich Golden Forest Club auch drauf. Das ist natürlich ganz schön, ne? Ja. Das ist ganz nice. Und für alle, die das in den anderen Hotels interessiert, wir haben den Compass Club im Newport Bay, wir haben den Empire Club im Marvel Hotel und wir haben den Castle Club im Disneyland Hotel. Einfach nur, falls ihr mal irgendwie auch nachfragen wollt bei eurer Buchung. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber in die Lounge. Ja, wir sind jetzt hier direkt vorm Eingang der Golden Forest Lounge. Ist direkt hier beim Hinterausgang des Shops zu finden. Hier in der Gegend finde ich es allgemein sehr schön, auch hier mit den Billardtischen. Wir haben ja noch nie Billard gespielt, ne? Ne, das stimmt. Müssen wir mal tun. Billardtisch und auch ein Eingang. Ecke einfach wahnsinnig gemütlich, auch mit dem Blick nach draußen. Genau. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Zum Frühstück war auf jeden Fall heute früh war das hier alles offen. Ja. Aber da vorne ist jetzt ein Eingang, da gehen wir jetzt mal rein.
Ja, hier sind wir jetzt einmal drin. In der Golden Forest Lounge. Sieht wunderschön aus. So ganz wissen wir noch nicht, was man hier machen kann, weil da stehen auf jeden Fall auch Cocktailpreise und so weiter. Und irgendwie ist es auch noch geschlossen. Also wir schauen mal, ob und wann wir da rein können, oder? Ja, es wird platziert werden. Ja, wir haben uns jetzt in der Golden Forest Lounge mal was zu trinken geholt. Wir haben direkt jeder zwei Sachen bestellt, weil wir eigentlich dachten, wir könnten uns das in den Rucksack packen und mit in den Park nehmen. Ich habe eigentlich gehört und gedacht, dass es hier Dosen gibt, aber scheinbar ist dem nicht mehr so. Ich weiß ja nicht, vielleicht war irgendjemand von euch auch schon mal hier im Club und kann mir sagen, ob das schon immer so in so Bechern war oder ob es früher wirklich Dosen gab. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir ja Getränke hier mit inklusive und das ist trotzdem gut. Wir sitzen jetzt hier. Man könnte natürlich theoretisch gesehen, könnte man auch sagen, hey, ich nehme das mit und ich, wie gesagt, wir haben jetzt jeder zwei Becher bestellt und könnte dann sagen, okay, ich packe mir das in meine Flasche um oder sowas, das geht. Ja. Das wäre so ein Trick 17. Dann gibt es aber auch, um mal zu sagen, was es gibt auf jeden Fall Säfte, gibt Wasser. Ganz normale Softgetränke, also Cola, Fanta, Sprite, was auch immer. Wasser. Heißgetränke. Heißgetränke, Tee und Kaffee. Ja. Genau, das ist alles, was man hier aussuchen kann. Wie gesagt, ab heute Nachmittag gibt es dann auch Snacks, da werden wir heute Nachmittag dann wiederkommen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall alles, was ihr hier ab 12 Uhr in der Golden Forest Lounge bekommt. Ja, ihr Lieben, wir haben pünktlich 16 Uhr. Hier gibt es jetzt in der Golden Forest Lounge Heißgetränke, Kaffee, dann gibt es hier verschiedenste Sirups, da drüben gibt es Kaltgetränke, die ausgeteilt werden. Hier gibt es so leckere Törtchen, Süßigkeiten, hier bekommt ihr auch Rosinen und so weiter. Dann gibt es hier den Frozen Joghurt, den ihr mit den ganzen Sachen toppen könnt. Hier gibt es gerade nichts, aber normalerweise sind da Mini-Crepes drin. Dann gibt es hier verschiedenste Teilchen und Kekse. Dann aber natürlich auch, das ist ganz wichtig, Obst. Dann haben wir Wassermelone, Ananas, Mango und Orange. Und dann habt ihr hier verschiedenste Törtchen. Einfach mal, um einen kleinen Einblick zu bekommen. Dann gibt es hier zum Beispiel, ich würde sagen, das sind so, ich denke mal, dass das Lachs ist. Das sieht auf jeden Fall aus wie Lachs. Steht hier leider nicht. Aber ja, das ist die Auswahl, wenn ihr hier nachmittags eure Snacks zu euch nehmen wollt. Ja, wir sind jetzt hier ins Zimmer gekommen und ich muss sagen, bis auf die Tatsache, aber ich habe gelesen, dass es das auch mit zwei Betten gibt. Also dementsprechend ist da auch kein Unterschied. Bis auf die Tatsache, dass wir jetzt im Vergleich zum letzten Mal hier ein großes Bett haben, sieht das Zimmer 1:1 so aus wie das, was wir beim letzten Mal haben. Hier habt ihr auch wieder Kaffeemaschine, Wasserkocher. Hier haben wir wieder irgendeine Karte, die Collectible Stories. Dann haben wir wieder ein paar Schokomünzen. Und dann zeige ich euch jetzt hier nochmal, das ist dieser Vorraum, wo ihr auch Bügeleisen, Bügelbrett habt. Hier habt ihr einen kleinen Safe. Und natürlich wieder die Badewanne, Handtuch und Toilette. Ja, also am Zimmer erkenne ich jetzt persönlich auch keinen Unterschied im Vergleich zu den Standardzimmern. Und genau, dann habt ihr hier hinten habt ihr auch nochmal die Clubbroschüre. Das seht ihr hier, Golden Forest Club. Aber das ist jetzt auch alles, ich muss sagen, gar nicht so, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, so exklusiv irgendwie, oder? Nee. Ja, wir schauen uns das Ganze hier mal weiter an. Ja, Leute, ein bisschen durchgezauselt hier. Kommen wir gerade vom Pool. Da waren wir jetzt so zweieinhalb Stunden, keine Ahnung. Es war arschkalt, das Wasser, also wirklich richtig kalt. Da stand irgendwie, es wäre 26 Grad Lufttemperatur in der Halle und 31 Grad Wassertemperatur. Das war gelogen. Dann sind wir noch eine Runde da. Man hat so 20 Minuten Zeitfenster für den Whirlpool. Dann haben wir uns da noch für eintragen lassen. Aus den 20 Minuten wurden eher 10, weil irgendwie, bis die Leute alle reingekommen sind und dann wieder rausgegangen sind und so weiter. Und ja, weiß ich nicht, also irgendwie war das nicht so ein cooles Erlebnis. Aber alles in allem war der Bereich auf jeden Fall schön. Man hat auch so eine entspannte Rutsche da. Wir wollen jetzt noch eine Runde ins Village gehen.
Wenn da nicht irgendwas Spannendes passiert, nehme ich euch wahrscheinlich gar nicht erst mit dahin. Holen uns dann unten noch Pappbecher mit Getränken ab. Aber dass das eine Enttäuschung ist, habt ihr entweder schon in unserem Golden Forest Club Video gesehen oder werdet es noch sehen. Und vor allem halt auch warum. Alisa gähnt hier schon nebenan, Alisa ist nämlich hundemüde. Und wie gesagt, wenn es nichts Spannendes mehr gibt, dann sehen wir uns morgen. Ja Leute, wir sind jetzt hier beim Frühstück und ich zeige euch direkt mal die Frühstücksauswahl. Die muss ich sagen, ist auf jeden Fall deutlich besser als in den meisten Frühstücksrestaurants. Und ich drehe euch mal um. So, hier habt ihr wieder Pancake Maker, was ich Premium finde, ist dieser ganz frische Honig hier. Ihr habt hier ein paar süße Gebäcks, dann habt ihr hier natürlich die Getränke plus Heißgetränke. Dann habt ihr Milch, Cerealien, dann habt ihr hier verschiedenste Nüsse und natürlich wieder den Frozen-Joghurt. Hier gibt es dann Eier und Mickey-Waffles. Genau, dann habt ihr hier auch Rührei, dann gibt es Bacon, da gibt es Tomate, es gibt aber auch vegetarische Wurst, es gibt Kartoffeln, es gibt hier nochmal Croissants und Schokobrötchen, verschiedenste Brotsorten, hier habt ihr natürlich auch wieder einen Toaster, dann gibt es hier Obst und eben verschiedenste Wurst, Aufschnitt, Käse und das ist das Frühstück. Ansonsten würden wir jetzt gleich unser Fazit ziehen. Ja Leute, das war der Golden Forest Club. Jetzt müssen wir ein Fazit ziehen. Was sagen wir dazu? Ich bin der Meinung, dass sich das Ganze nicht lohnt. Also wir haben jetzt das Glück gehabt und haben, glaube ich, echt nicht viel Aufschlag, glaube ich, bezahlt. Ne? Aber ich würde sagen, selbst das war schon zu viel. Ich finde einfach, jeder Aufschlag ist zu viel, der mehr kostet als das Frühstück. Fakt. Ja, vielleicht nimm mal noch so ein... Lass es mal ein Zehner mehr sein für Getränke, dann ist es noch okay. Das würde ich noch einsehen, weil du kannst ja trotzdem ständig hingehen, kannst dir trinken. Ja, aber kein Mensch macht das. Wir hätten es theoretisch machen können. Ich glaube, wir haben jetzt du darfst es ja auch nur den gestrigen Tag über machen. Wir haben ja jetzt nur eine Nacht gemacht. Und ich glaube, da haben wir es einmal gemacht vorm Schlafengehen, dass wir uns nochmal eins geholt haben und eins nachmittags. Und das war's. Und dann kannst du sagen, ja gut, ein bisschen noch für Kaffee und Kuchen, wenn man den mitnehmen möchte. So. Dann ist es okay. Deswegen sage ich ja, so ein Zehner mehr als das Frühstück, das würde ich einsehen. Als Aufschlag, aber ansonsten, also ich fand jetzt auch bei der Frühstücksauswahl, es war jetzt nicht enorm mehr als beim normalen Frühstück. Im Gegenteil, mein Toastbrot hat gefehlt. Das hat mich schon richtig abgefuckt, weil wenn ich mein Toastbrot morgens früh mit Nutella nicht bekomme, das ist schon schwierig. Hatten sie sonst großartig mehr. Die hatten einen frischen Orangensaft-Automaten. Der war aber auch alle 3 Minuten kaputt. Da musste ständig einer kommen, musste den dann neu reparieren. Dann stand da halt kein Saftautomat, sondern du hattest Säfte in Glaskaraffen, was du dir dann in dein Glas umfüllen konntest. Also alles ein bisschen schicker. Dann gab es da noch das frisch gebratene Gemüse. Das war auch noch okay. Genau, das gab es noch. Aber jetzt so einen riesigen Unterschied, der einen deutlichen Mehrpreis ausmachen könnte, habe ich nicht gesehen. Auf keinen Fall. Also wie gesagt, da bin ich absolut bei dir. Auch von den Zimmern her. Also das Zimmer ist auch ein ganz normales Zimmer. Da war jetzt auch nichts irgendwie... Ja, der Herr von vom Check-in, der hat irgendwie so die Kaffeemaschine gelobt und den Wasserkocher. Aber das hatten wir auf dem normalen Zimmer auch. Hatten wir da auch, ja. Also im Endeffekt, weiß ich nicht. Also wir müssen ganz klar sagen, wir sind wirklich, und das ist ein wichtiges Fazit, wir sind wirklich enttäuscht von diesem Club-Level. Das wäre das erste Mal, dass wir das Club-Level gebucht haben. Nicht falsch verstehen, wir lieben die Lodge, wir werden sie weiterhin lieben, aber rein vom Club-Level her sind wir wirklich enttäuscht. Ja, und wir haben theoretisch jetzt gerade auch noch 2 Club-Level für Februar gebucht. Da gucken wir gerade wirklich, also diese Sequoia Lodge werden wir definitiv nicht nochmal buchen. Wir haben das auch mit in unser Feedback reingeschrieben. Man kriegt ja immer so eine Feedback-Karte, dass wir da wirklich sehr enttäuscht waren. Und wir haben eigentlich auch noch eine im Empire State Club. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr mal im Empire State Club wart, ob es da besser war. Jetzt vor kurzem. Genau, es muss wirklich vor kurzem gewesen sein, weil sie uns schreiben jetzt gerade auch so viele, oh, im März und im Mai und so weiter, habe ich da noch im Club-Level meine Dosen und meine Flaschen bekommen. Ja, aber das gibt es jetzt fakt nicht mehr. Also es wurde abgeschafft, gibt es nicht mehr. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr irgendwie, weiß ich nicht, im Juni oder Juli irgendwie im Empire State Club wart oder jetzt sogar gerade seid. Gebt uns das gerne mal bekannt, weil
dann würden wir das wahrscheinlich auch umbuchen. Weil es ist doch gerade im Empire State Club exorbitant teurer. Und wenn ich dafür dann auch irgendwelche Pappbecher als Getränke kriege, dann bin ich da ehrlich gesagt raus. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass euch unser Video gefallen hat, dass ihr ein bisschen gerne auch hier mit kommunizieren könnt, gerne mit schwadronieren könnt unter dem Video. Haut gerne raus, was ihr dazu sagt. Findet ihr es gar nicht so schlimm? Wie findet ihr auch die Regelung, dass wir heute an unserem Abreisetag quasi nicht mehr rein dürfen in die Golden Forest Lounge? Und ich habe auch einige schon von euch gehabt, die fanden es sehr, sehr doof, dass man die Extras der Golden Forest Lounge sich quasi ja auch erkaufen kann. Also ihr könnt ja auch sagen, hey, ich gehe da rein das, für 30 Euro. Das muss ich aber auch dazu sagen, das werden bei uns jetzt hier auch einige gemacht haben, weil es war wirklich voll. Ja. Und ja, ich gebe den Leuten vollkommen recht, die sagen, wenn man das Club-Level bucht, das soll was Exklusives sein, man soll quasi ja, da in Ruhe essen können, aber der Speisesaal war rappelvoll. Aber die nehmen ja gerade gefühlt alle Exklusivitäten hier raus. Also es ist ja so, dass in den Club-Leveln die Exklusivitäten rausgenommen werden. Bei den Jahreskarten werden die mit rausgenommen. Wir haben keine gesonderten Bereiche mehr, keine gesonderten Parkbereiche mehr und so weiter und so fort. Also gefühlt darf sich ja hier keiner mehr irgendwie exklusiv fühlen. Außer alle, die hinten im Disneyland Hotel irgendwie schlafen. Ja. Wobei auch die nicht mehr, weil jetzt kommt ja jeder ins Disneyland Hotel. Also ja, ich bin sehr gespannt. Keine Ahnung, was das für eine Strategie ist, aber ich finde sie dämlich. Genau, wie gesagt, aber wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Wir hoffen, dass euch unser Video ein bisschen helfen konnte, ob für euch dieses Club-Level Sinn macht oder nicht. Wenn ja, dann aktiviert gerne die Glocke, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Abonniert gerne den Kanal. Und wie immer freuen wir uns über einen Daumen hoch.